Hallo zusammen, Stefan hier von A Little Older Channel und wir haben wieder ein MAE zum Anschauen. Heute haben wir ein Individual Combat Ration, also eine individuelle Kampfration Nummer A5 und das soll ein Mittagessen sein. Schauen wir es uns gleich mal an. Ich versuche gar nicht erst, das ohne Taschenmesser zu öffnen. Ich habe wenig Kraft im Moment. Das war schon ein Kunststück, dass ich überhaupt auf bin für dieses Video. So, schauen wir mal, was wir da alles haben. Okay, wir haben hier eine Übersicht. Das wäre echt super, wenn da auch alles auf Englisch stehen würde. Tut's aber nicht, oder? Doch. Okay, na dann schauen wir uns mal an, was wir hier kriegen. Oh, das schaut ordentlich. Okay, hier haben wir eine Instant-Hühner- und Nudelsuppe. Dann haben wir hier 4 Backerln. Das ist so ein Instant-Getränk. Schauen wir mal, was... Also Getränk eben nicht. Es ist isotonisch, aber angeblich soll man das direkt schlucken. Warte, eines ist nicht wie das andere hier. Wir haben hier Isotonik. Dann ist hier was anderes. Okay, hier haben wir unsere 4 isotonischen und ich werde sehr wohl probieren, die mit Wasser zu trinken. Ich werde keine Experimente eingehen. Das ist Zahncreme. Wir haben zwar keine Zahnbürste dabei, allerdings beim Frühstück ist eine Zahnbürste dabei. Das heißt, entweder man hebt die auf oder man fährt sich einfach mit dem Finger dann über die Zähne. Hier haben wir 3 Tabletten für den Aspid-Kocher. Okay, hier haben wir eine Tube mit Apfelcreme. Schauen wir mal, was das sein wird. Das ist aber super, wir haben hier nichts dabei. Kein Brot, kein gar nichts. Hier ist ein Desinfektions... Schauen wir mal, was das genau ist. Okay, das ist ein Handdesinfiziermittel, aber kein... Fühlt sich komisch an. Apropos Desinfizier, hier haben wir 2 Wasserpurifikationstabletten. Hier haben wir noch einmal Zündhölzer netterweise. Tun wir die mal weg da. Hier haben wir einen Kaugummi. Hier sind 10 Blätter, also die kann man verwenden, wie man will, je nachdem, was man nach dem Essen macht. Der eine macht es gleich, der andere später. Und dann haben wir hier unseren Aspid-Ofen, den wir natürlich nicht gleich verwenden werden. Okay, das ist unser Salat mit Bohnen und Thunfisch, aber ich habe gehört, der schmeckt kalt nicht sonderlich gut. Also werden wir den auch wärmen. Und hier das Interessanteste für mich, das sind einfach Stücke von geschnittenem Schweinefleisch. Auf das freue ich mich schon. Also ich würde sagen, tun wir das alles mal schön herrichten und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben jetzt ein bisschen viel hier am Tisch, aber das haben wir gleich. So, hier haben wir von diesen isotonischen Dingen 2, oder? Isotonik, ja. Die tun wir jetzt einfach da mal ins... Oder schauen wir mal, ob eines reicht. Ich nehme hier einen amerikanischen MAE-Löffel. Na, das schmeckt noch nicht wirklich nach viel. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das nach viel schmecken wird, aber trotzdem. So, schauen wir mal, ob da steht, wie viel. Okay, ich kann es nicht lesen, also machen wir einfach mal zuerst das hier rein. Ich
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich irgendwo ein Video gesehen habe und es hat geheißen, zuerst die Suppe reintun und dann mal das Wasser. So, das schaut mal ganz gut aus. Nehmen wir gleich den gleichen Löffel, weil wir sind ja nicht verweichlicht. Und während das hier tut, ich habe leider keinen größeren gefunden als den hier. Und wie immer sage ich euch, wenn ihr die bestellen wollt, die Flameless Ration Heater, die kleinen kosten 1,50 das Stück und die Packung weiß ich gar nicht, also das Ding, wo man es rein tut, das zahlt sich aber auf jeden Fall aus, wenn man was zu erhitzen hat. Da habe ich jetzt wieder einen Link zu einer Firma, das ist in Efferdingen sitzen die und dort kann man das bestellen, also, und die sind sehr zuverlässig. Jetzt mache ich das mal auf, gebe das Hitzepad rein. Ich habe halt nur eines, aber das sollte reichen. Dann würde ich sagen, legen wir die Dosen, damit beide Platz haben. Ah, die ist nicht ganz unten. So. Und dann nehmen wir noch den Rest von dem Wasser, was wir hier haben. Das war zwar kochend, aber sollte nichts ausmachen, solange ich nichts verschütte und meine Hände treffe. Au, ja. So. Es tut schon, so schnell ist es noch nie gegangen. Dann lassen wir das nachher 12 Minuten. Jetzt schauen wir uns hier mal die Suppe an, zu der es weder Salz noch irgendwas gab. Schmeckt wirklich gut, aber halt wirklich nur wie eine Backerlsuppe, wie man bei uns so schön sagt. Also es ist wirklich nur eine Suppe, wo nichts drin ist. Also wie wenn man Suppenwürfel einfach mit heißem Wasser macht. Aber wenn man jetzt Mittag hat und den ganzen Tag irgendwas gemacht hat und seit, was weiß ich, 6 Uhr in der Früh herumtut, ist man froh über das. Das kann ich auf jeden Fall bezeugen, auch aus eigener Erfahrung. Und hier haben wir sogar ein Stück Nudel, damit die Suppe ihren Begriff Pasta ordnungsgemäß behalten darf. Jetzt kostet man nochmal, wobei ich glaube fast nicht, dass es viel gebracht hat. Na, nicht einmal so schlecht. Also es ist wirklich ungefähr so wie ein typisches isotonisches Getränk. Die schmecken nicht wirklich nach was. Und was dieses Apfelding hier soll, weiß ich nicht, weil man hat nichts, womit man es essen kann. Also schneiden wir es einfach auf. Das ist ein Gelee. Ja, was soll ich machen? Ich kann nur mit dem Messer da was rausschneiden. Hier haben wir das. Ich hoffe, man sieht das schön. Und das kann ich jetzt. Apfelgelee, aber es wäre halt nett gewesen, wenn die einem irgendwas dazugegeben hätten. Na gut, dann sehen wir uns hier in 10 Minuten wieder. Okay, das könnte jetzt schon alles fertig sein. Es ist jedenfalls sehr heiß. Ah, wow, das sind ja wirklich ganz dünne Blätter. So, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dann werden wir schon erkennen, was was ist. Auf jeden Fall hat die kleine 20 Gramm Ladung gereicht, weil ich wollte eigentlich eine 50er nehmen. Aber das wäre fast zu viel gewesen. Oh, hier haben wir. Ach Gott, das kann man nicht einmal halten. Das ist unser Fleisch hier. Ja. Oder ist das das Fleisch? Das schaut beides sehr verdächtig aus. So, da kann man gleich den Hand Sanitizer auch verwenden, der jetzt ohne Messer nicht mehr. Ah, doch. Ja, das ist wirklich nur ein bisschen Flüssigkeit. Die geben einem da nicht einmal mehr einen Dings dazu, ein Papier oder irgendwas. Na gut, schauen wir mal. Ja, das ist da unser Fleisch.
was hier sehr großzügig bemessen ist. Hier schauen wir mal, schaut wirklich gut aus. Ist aber kein unbearbeitetes Fleisch, das ist äußerst bearbeitet. Das sollte eigentlich ein Thunfisch hier sein, glaube ich, oder? Ja. Ist es auch. Aber wo ist das ganze Zeug? Dann nehmen wir mal das hier. So. Hier haben wir das ganze Zeug. Das sind Kartoffeln, Erbsen, bisschen Karotten, bisschen Paprika, bisschen was von allem. Hier schauen wir mal. Oh ja, die haben da absolut nicht gespart. Das ist wirklich tolles Thunfischfleisch, nur im Gegensatz dazu, das Schweinefleisch ist ein bearbeitetes und absolut nicht. Also das macht, sagen wir so, wie soll ich sagen, es macht keinen Spaß, es zu essen, weil es nicht gut ist. Oder ist es nur, habe ich gerade da ein schlechtes Stück erwischt? Moment. Ich will das Fleisch nicht schlecht machen, wenn es nicht so ist. So, hier haben wir nochmal. Ja, das ist schon wesentlich besser. Ich glaube, es war teilweise auch zu lange drinnen und ist dadurch ein bisschen zu, also etwas verkocht und dadurch ganz weich geworden. Na, das ist doch absolut gutes Fleisch. Kann man nichts Negatives sagen. Ich meine, kann man schon, aber dann würde man lügen. Also, die wissen schon, wie man Mittag isst. Aber selbst vor meiner Magenoperation. Das und die Suppe, die ich übrigens gegessen habe in der Wartezeit, das hätte ich, glaube ich, nie fertig gebracht. Oh, aber was ich fertig bringe, ist das da reinlegen. Ja, wir sind somit eigentlich alles durch. Und die mir jetzt in den Kommentaren sagen, ein Thunfischsalat gehört nicht warm gemacht, danke, ich weiß, aber er schmeckt so um einiges besser. Aber wenn ich in der spanischen Armee wäre, was ich glaube ich nicht wäre, aber generell hätte ich einiges immer zum Reinigen damit. Weil bei solchen Speisen diese 10 Blätter waren schnell weg. Ah, das war nicht das, was ich probieren wollte. Aber riecht ziemlich stark. Wow, der kriegt meine ordentliche Isotonic. Ich wollte mal probieren, wie das ist, wenn man es direkt in den Mund nimmt. Als letztes noch, schauen wir mal. So, leider kann ich euch nicht zeigen. Also ich habe ungefähr die Hälfte der Packung jetzt in den Mund geworfen, das geht schon. Aber ich muss sagen, für ein billiges Essen, ich glaube ich habe 17,90 gezahlt für das Spanische. Und man bekommt mehr als bei den meisten. Große Dose mit Thunfischsalat, eine ganze Dose mit gekochtem Schweinefleisch. Dann das hier, was man als isotonischen Drink verwenden kann. Wenn man Keks hat, kann man auch die Apfelcreme etwas besser verwenden. Man hat Zahnpasta dabei. Man hat Zündhölzer, die probieren wir direkt aus. Und sie funktionieren. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte hinterlasst mal einen Daumen nach oben. Das ist immens wichtig, damit das Video mehr gesehen wird. Und was noch wichtiger ist, wenn ihr noch nicht habt, bitte abonniert das Video. Dann seht ihr immer in eurer Abo-Timeline, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen oder Kommentare gibt, einfach unten hinschreiben und ich antworte auf jedes und beantworte alles. Könnt alles hinschreiben, egal was ihr wollt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.